Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe gerade die Katze gekuschelt. Boah, meine Nase ist voller Haare. Boah, boah, boah. So, wir haben heute hoffentlich einiges vor. Und zwar möchte ich zuerst auf jeden Fall die Quest hier weitermachen. Hoffen, dass hier kein anderer Spieler ist. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Oh, der Bote. Okay, gut, dann ist hier kein Event, das ist gut. Hier oben, das Event ist auch nicht da, perfekt. Oh, niemand gehört die Werkstatt. Ich bin irgendwie Platz 7 geworden gerade, von 23, gut. Wieso nicht? Und, ja, wir müssen heute auf jeden Fall... Warum ist hier immer dieses Event? Wir müssen auf jeden Fall heute noch die Munitionsfabrik versuchen einzunehmen. Ich hoffe, dass diese Quest sehr schnell geht. Muss nur ganz kurz. Ah, so. Und mein Ton leiser. Sonst dreh ich durch. Benötigte Munition fehlt? Ja, dann lad doch nach. Was ist. Da stand doch gerade 100. Okay. Ich habe meine Munition doch weggeworfen. Cool. Ja, dann können wir eigentlich auch die Powerrüstung anziehen. Wir brauchen wohl irgendwie so billige Rüstung, die uns beim Schleichen hilft. Ja, geil. Ihr habt ja gesehen, als ich gestern hier meine Leiche aufgesammelt habe, habe ich aus Versehen meine Munition reingetan. Aber ich hätte schwören können, ich habe sie wiedergekriegt. Ich meine, ich hatte ja auch keine Munition. Naja, de facto ist, wir haben jetzt keine Munition mehr. Für die 10 mm haben wir auch nicht mehr viel Munition. Ja, wir sind ziemlich am Arsch. Geil. Hallo? Willst du mich verarschen, Junge? Oh Gott, was habe ich noch zur Auswahl? Nicht viel. Okay. Na gut. Ja. Das ist jetzt ein bisschen doof. Jedenfalls. Ich habe nochmal nachgelesen wegen dem Rucksack. Ich habe es wahrscheinlich überlesen. Bei den Bahnhöfen kriegen wir die Mission für die Pfadfinder. Und da werden wir auch nochmal hingehen. Vielleicht schaffen wir es heute nicht. Gerade auch, weil wir keine Munition haben. Weil ich mich jetzt durchprügeln muss. Hat hier manche Munition? 45er ist nicht das, was ich wollte. Was ist... Moment. Verwirrung pur hier. Ich habe so viel Munition verloren. So eine Scheiße. Ich könnte auch nach Hause gehen und da Munition herstellen, ne? Gehen wir erstmal hier rein. Habe ich die falsche Quest deaktiviert? Gut. Sollten wir jetzt auf einen anderen Spieler treffen? Wir haben keine Munition. Wir haben nichts, um uns zu wehren. Wir müssen auf jeden Fall als nächstes 308er Munition herstellen, auch wenn ich am liebsten 10 mm herstellen würde. Aber... Was willst du machen? Nix. So ein Bullshit, ey. Mann, warum quälst du mich vor laut? Ja. So, erstmal müssen wir da hoch. Oh, ich dachte schon, es geht nicht. Nehmen wir hierfür am besten mal den Fahrstuhl. Bitte? Wieso ist meine Quest plötzlich registriere dich bei der Bruderschaft? Okay, das hab ich gedacht. Wir müssen also echt alle Schlossknacken-Dinger dabei haben. Ich meine, wir können es jederzeit ausrüsten, was wir brauchen. Also wir können jetzt sagen, okay, komm. Wir nehmen den
Dreier weg. Und packen dafür den Zweier rein. So. Und dann können wir das natürlich knacken. Ach, ich... Ich verstehe, jede Karte zählt als ein Punkt. Oh, Bifester, quäl mich doch nicht so. Ja, gut, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Erstmal die Mauer aufs Rad hier zum Brei schlagen. Komm her! Da muss ich Nachtmensch hier reinmachen, ne? Oder... Ne, Panzerkiller brauche ich. Ein Nachtmensch glaube ich auch. Warte, was gibt mir Nachtmensch? Was mache ich denn da? Nachtmensch gibt mir... Du hältst zwischen 18 Uhr und 6 Uhr eine Intelligenz und eine Wahrnehmung. Das heißt, Wahrnehmung verbessert den kritischen Schaden? Warnung ist kein Spiel. Ist Wahrnehmung ein... Wahrnehmung ist doch Perception, oder? Keine Ahnung. Ich finde das jetzt gerade ein bisschen verwirrend. Das ist halb auf Englisch, das ist halb auf Deutsch. Perception, ja. Ja, ne? Vielleicht müssen wir dann mehr Punkte... Das gibt keinen Sinn, dass wir dadurch mehr Damage bekommen. Aber warum bekomme ich als Nachtmensch mehr Damage? Keine Ahnung. Fakt ist, wir müssen erstmal hier rüberkommen. Ich weiß nicht, warum mich dieses Spiel so quält. Vielleicht habe ich in meinem letzten Fallout-Leben Scheiße gebaut. Ich weiß es nicht. Ich habe doch nur die Tür geöffnet. Wie kann es sein, dass mich die Tür wegschubsen kann? Ist die Tür Herkules oder was? Die müsste an mir abprallen. Ich trage eine verdammte Powerrüstung. Wieso schiebt mich die Tür weg? Das ist eine verdammte Holztür. Oh. Wieso bin ich da überhaupt hingegangen? Ja, super. Umsonst. Ich bin jetzt verwirrt. Ach so, es geht noch höher. Hm, alles klar. So. Registrieren wir uns halt nochmal. Okay. Untersuche die Bruderschaft und die Brandbestien. Müssen wir dafür hier hin? Ich weiß es nicht. Wollen sie die nicht? Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Jetzt weiß ich, wo ich hängen geblieben bin. Oh, das wird doch ewig dauern. Wie soll ich denn da hinkommen? Hallo, Powerrüstung. Weißt du was, ich nehm's mal mit hier. Auch den Scheiß. Oh nein, ich bin überladen. Ach Gott. Ja gut, Ja, bestimmt irgendwie Scheiße dabei, ne? Ah, ich hab noch das Gleisgewehr dabei. Stimmt. Die Rettung, Freunde, ist das die Rettung? Probieren wir mal das Gleisgewehr aus. Ich meine, es macht ja schon mal ordentlich Schaden, ne? 152 ist schon nicht schlecht. Scheint auch ziemlich präzise zu sein. Was? Okay, alles klar, das gehört dazu. Ich dachte, wieso fährt hier jetzt gerade ein Zug vorbei? Völlig verwirrt. Oh.
Okay. Ja, ich kann die paar Rüstungsteile nicht mitnehmen, es geht nicht. Die sind einfach zu schwer. Ich würde gerne auf eine andere Power-Rüstung aufbauen, aber es... Vielleicht nehmen wir es auch einfach mit und ich guck mal, was ich in der Truhe so hinkriege. Jo, Frage ist nur, wie komme ich jetzt da runter? Hier ist ein Fleischerhaken, kann ich den benutzen? Geht das vielleicht irgendwie auf? Ich liebe Minispiele. Minispiele sind das Beste, oh ja. Minispiele sind so toll. Wie toll sie sind. Der hat die Musik schon nicht mal mehr Lust mitzumachen. Die Musik denkt sich auch so, nö. Nö, da habe ich keinen Bock drauf. Das mache ich nicht mit. Ja, wir haben es gelöst hier. Komm, das hier. Das hier. So, Türfenster. Ja, ich wollte aber nicht die Tür öffnen. Ich wollte eigentlich runter. Und so wie ich das sehe, kann man das hier aufmachen. Um da runter zu kommen. Das ist auch nur ein Fahrstuhl, oder nicht? Ich check's nicht. Aber wir sind doch jetzt hier. Wieso habe ich das hier? Das habe ich doch aufgesammelt. Aufseherlogbuch, Allegheny. Eine Nervenheilanstalt als letzte Bastion gegen die Verbrannten. Tapfer, verrückt und verrückt tapfer. Auf Army-Art. Ihren Sicherheitssystem nach zu urteilen, glaube ich, dass auch ehemalige Soldaten der US Army in der Bruderschaft sind. Hätten sie doch nur überlebt. Was würde ich dafür geben, jetzt von Amerikas Besten beschützt zu werden? Es sieht aus, als müsste ich selbst herausfinden, wie sie gegen die Verbrannten kämpfen wollten. Sobald ich es geschafft habe, durch diese Türen zu kommen. Versucht mich dieses Spiel gerade zu verarschen. Ich war gerade hier. Und das Spiel hat mir gesagt, ich soll wieder runter. Und jetzt soll ich wieder hier hin? Ja. Gut. Dringend Touchdown Bergungsmission. Eigentum von Leiter Ritter Wilson. Alles klar. Bruderschaft Notfallsendung Signal gefunden. Okay. An alle Mitglieder der Bruderschaft, die das hier lesen. Sie sind nun Teil des Bergungstrupps. Unter meinem Kommando hatten wir weder genug Leute noch ausreichend Feuerkraft, um herauszufinden, was aus Operation Touchdown geworden ist. Es ist davon auszugehen, dass alle Beteiligten tot sind. Touchdowns Transponder senden auf der Funkfrequenz 92.3 der Bruderschaft, Entschlüsselungscode 3A-F1. Folgen Sie dem Signal und finden Sie, was von der Operation übrig ist. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Plündend Taggetys Schicksal die Antwort auf die Brandbestienbedrohung Bravo Bravo ist. Im Anhang zu Touchdown finden Sie weitere Details. Okay, machen wir. Hauptsache ich kann jetzt hier raus und das Wasser nehme ich hier noch mit. So. Zeit noch ein paar Dinge auseinander zu basteln. So. Kampfgewehr. Ultrazit-Laserpistole. 39 Schaden ist auch nicht wirklich der krasse Scheiß. Aber den gucken wir uns gleich mal genauer an. Alles unter 50 können wir nicht wegwerfen. Oh, stimmt. Unsere 10 mm kann noch besser werden. So, Queste abgeschlossen. Jetzt verziehen wir uns hier, so schnell es geht. Ultrazit-Laserpistole. Ah, da habe ich sie her. Hut des Einsatzgelernten. Mhm. Okay, jetzt nichts wie raus hier.
Wie konnten die mich sehen? Boah, macht schon Schaden. Ist nur ein bisschen laut. Alles klar. Du mich auch spiel. Was auch immer mich sieht. Oder ist meine kann das sein, dass die Waffe so laut ist? Dass die halt Dampfgeräusche ablässt? Und deswegen sieht mich jeder? Weil das war schon verdammt auffällig. Ich gehe um dieses Eck und dann haben die mich gesehen. Aber gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das kriegen wir hin. Wir gehen jetzt nämlich, insofern die Quest jetzt nicht bei uns direkt in der Nähe ist, müssen wir nach Hause gehen zur Munitionsfabrik. Scheiß auf diese Quest. Ach, verdammt. Es ist hier ums Eck. Aber es ist gar nicht mal so weit weg vom Bahnhof, ne? Ja gut, dann ist das okay. Jemanden gehört das Ding da oben. Dann müssen wir es ihm wegnehmen. Ich mag es zwar nicht, weil dann wahrscheinlich ein Ressourcenkrieg ausbricht, dass er nochmal wiederkommt. Aber ich kann das alles sichern. Das ist gar kein Problem. So, wir sind jetzt mal ganz kurz noch zu Hause. Und zwar möchte ich mal ganz kurz wegen der Gleiskanone gucken. Gut, hier können wir nichts machen. Verlängerter Lauf würde die Reichweite verbessern, ne? Und dafür fehlt uns Kleber? Ist klar. Plastik. Wir haben kein Plastik mehr. Aufklärungsfernrohr brauche ich nicht. Bildungsbremse können wir auch nicht machen. Ich habe noch ein bisschen 308 Munition mit unserem restlichen Blei hergestellt. Das heißt, da dürften wir jetzt keine Probleme mit haben. Kann man das nicht mehr normal reparieren? Muss man jetzt Reparaturkits haben? Ich glaube schon. Werkstattreparatur. Ah, alles klar. Wir haben ja noch die Ultrazid-Pistole, ne? Da können wir nicht viel machen. Behalten tun wir sie dennoch. Ultrazid-Laserpistole ist also eine eigene Art von Waffe. Alles klar. Ich habe ein bisschen Platz geschaffen. Und deswegen können wir die jetzt auch da reintun. So, jetzt meine Pistole wird doch verändert. So. Was mache ich da? So, meine Pistole. Ach, dafür muss ich ja gar nicht zu Hause sein. Stimmt, das hätte ich die ganze Zeit machen können. Lol. Was? Ich habe doch gerade die richtige Taste gedrückt. Ansicht. Ach so, nee. Habe ich nicht. Untersuchen, reparieren. So. Jetzt Gegenstandsname löschen und umbenennen. In, was war das? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der schleichende Tod. Der schleichende Tod. So. Bevor wir jetzt die anderen... Wir haben ja noch den hier. Stimmt, den können wir auch noch umbenennen, ne? Also, wer möchte, darf mein Kaliber 50er Maschinengewehr umbenennen. Mit dem Gleisgewehr warten wir noch. Das muss erst mal auf die Probe gestellt werden, würde ich sagen. Und jetzt gehe ich kurz rüber zur Munitionsanlage und sichere mir den Scheiß. Wir haben da ein kleines Problem. Ich kann da jetzt wohl doch nicht hingehen. Es sei denn, ich will Platz 1 erschießen. Gehört das Platz 1 hier? Der ist 200, Alter. Der ist doch ein kranker Typ. Der hat 8 Leute getötet. Der tötet mich auch, der hat da 9. Nee, das muss nicht sein. Gut, dann Planänderung. Wir gehen hier hin. Dann keine Munition. Ne? Ich meine, wir können auch erstmal auf die 10 mm verzichten. Ich habe ja jetzt noch ein bisschen extra Munition hergestellt. Ja, müssen wir diese Woche auf extra Munition verzichten. Was soll's. Mit sowas lege ich mich nicht an. Sollte er ja irgendwann urplötzlich den Server verlassen, dann gehe ich dahin. Ich bin Feigling.
Ich bin gerade mal irgendwie 52. Ich kann nichts machen. So, ich weiß nicht mal, wie man hier reinkommt. So noobig bin ich. So. Aha! Okay. Ah, jetzt. Erstmal ein paar Dinge verkaufen. Haha. Und zwar die Splittergranate. Kleidung habe ich auch soweit abgelegt. Der aerodynamische rechte Roboterarm kann weg. Habe ich hier noch was? Leuchtendes Blut, komm weg damit. Es ist alles gefährlich. Gefährlich. Oh, 10 Kronkorken kriege ich dafür. Das ist ja nett. Hier kann ich auch nichts machen. Da. Ich habe noch eine große Menge Glas hergestellt. Große Menge Leder. Wow, also. Der ist halt richtig Geld gebracht. Und ich wollte eigentlich. Wieso kann ich meine Munition nicht verkaufen? Wir bitten darum. Nicht kacke. Auf andere. Okay, was hast du denn so im Inventar Einkauf für mich? Einzustechen. Backsteinset. Oh, ich brauche das Backsteinset. 1500! Ob ich jetzt sterbe und mein Geld verliere oder ob ich jetzt mein Geld ausgebe, ist ja auch egal. Ne? Hier, komm. Aber wenn ich das jetzt kaufe, kann ich gar nicht mehr schnell reisen. Deswegen lassen wir es. Stattdessen ziehe ich mir das jetzt rein und dann kann ich mir ein Backsteinhaus bauen. Das wollte ich nämlich schon die ganze Zeit. So sehr wollte ich das. Okay, dann, ja. Tschüss mit den Atombomben. War mir eine Freude, aber ihr seid leider zu schwer. Okay, next step. Okay. Was soll das ja alles? Wieso ist das alles durchgestrichen? Ein Sheep-Squatch hat meinen Bruder gefressen. Der Sheep-Squatch hat meinen Bruder gefressen. Weitere Informationen bei Taxi der Mien van Love in Levisburg. Oh, der verlorene Love. Partyplakat. Hätte ich gewusst, dass hier die ganzen Quests zu finden sind. Ich lese mir natürlich nichts durch. P.I.M.I.S. Wilde Räumungsparty. Diesen Sonntag. P.I. Haus. Partyregeln. Macht Sachen kaputt. Seid wild. Seid das Abrissteam. Demoliert alles. Drinks, Echsen, ins Koma fallen, kotzen und das gleiche nochmal. Jeder ist willkommen. Förmliche Kleidung nicht erforderlich. Keine Roboter. P.S. Bullen sind nicht eingeladen. Wenn die Bullen kommen, ist auf jeden Fall, ist jeder auf sich allein gestellt. Okay, ich vermute mal, wir müssen irgendwo anders noch gucken. Ist da eine Suppe auf dem Klo? Nehme ich. Lecker wird sie wahrscheinlich nicht mehr sein, aber egal. Ja, das ist jetzt blöd. Mhm. Wir könnten auch den Sheep Squatch machen. Aber ich hätte ehrlich gesagt gerne zuerst... ja. Die Backpack. Hier, Rucksack. Jetzt chillt er da und bewacht das. Kann doch nicht gesehen haben, dass ich hier auf dem Weg hin war, oder? Von Snoopy, ja. Die Sau. Die alte. Da, guck mal. Ah, die Verbindungsparty, alles klar. Ja, dann gehen wir nochmal hier hin. Ich habe zwar kaum noch Kronkorken, aber. Ist egal. So hätten wir bestimmt auch an. Ich meine, die müssen nur daran denken, dass die Leute zu faul sind, um ihre Patchnotes zu lesen. So wie ich. Ich bin zu faul dazu. Das war jetzt nur, ja, weil ich das Backpack haben wollte. Unbedingt. Deswegen habe ich es mir durchgelesen. Hier muss ein Pop-up auftauchen. Hey, wenn du eine Quest annehmen willst, geh zur verdammten Bahnstation und nimm sie dir. Warum, Leute, ich habe jetzt auch keine Skrupel zu sterben. Weil ich ja sowieso nichts habe, also. Ja, kacke, ne? Ja gut, dann machen wir halt die Quest, die wir jetzt haben. Wir sind ja sowieso schon in der Nähe, oder? Ist eigentlich der gleiche Weg von hier, ne?
Dann gehen wir darüber, was soll's. Was? Wer da sein? Ich nicht auseinander. Oh Gott. Was habe ich gemacht? Wieso ist das alles hier so laut? Gib mir Munition. Ich wollte hier halt nicht nur durchgehen. Plötzlich war hier Krieg. Na gut, kümmere ich mich nochmal um. Oh Gott. Oh. Oh Gott, ich muss ins Haus. Dude, geh rein. Oh, danke. Gib mir ein Level ab. Los. Kurz vor dem nächsten Level ab. Ich brauche das Zeug. Alles klar, ihr wollt Krieg? Okay, zwei Kerne. Nehmen wir die Aurora. Wer schießt denn hier alles? Ah ja. Huh, er ist weg. Ach nee. Level up, komm schon. Jawohl. Shit. Kriegsfürst. Puh. Ich hau jetzt hier ab. Oh, hi. Ah, scheiße. Jetzt habe ich eine Granate mitgenommen. Ich würde sagen, ich hau hier einfach mal ab. Ich habe jetzt mein Level up. Wieder mal weg, ihr Idioten. Folgt mir doch, wenn ihr könnt. Hui. Huh? Kein Boom mit der Powerrüstung? Na gut, dann nicht. So, Level up. Punkt ändern. Ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas ändern möchte. Was haben wir denn hier? Groß und schwer. Hier können wir noch einen Punkt reinsetzen, ne? Wobei. Ich weiß auch nicht. Bei Charisma können wir einen Punkt. Nee, wenn du alleine bist, Scheiße. Das benötigt zwei Punkte. Ja, was nehme ich denn raus? Das nutze ich eh nicht, bin ich ganz ehrlich. Das nutze ich eh nicht. Dann nehmen wir einen von Luck weg und packen den in den Perception rein und dann. Ja, dann können wir nämlich die anderen Einbruchsdinger auch reinmachen. Okay, das machen wir. Ja, wie mache ich das jetzt? Soll ich jetzt da drauf drücken, was ich entfernen möchte? Spezialpunkt zum Tauschen ist. Ah, okay, okay. Dann packen wir es in Perception rein. Alles klar, gut. Und dann können wir den hier nutzen. Okay. Ich muss jetzt schon mal gucken, was ich wegnehmen möchte. Brauche ich das? Kräftig gebaut. Ich könnte Rüstung noch weniger wiegen lassen. Oder ich kann das wegnehmen. Schwer zu sagen, was wir als nächstes machen. Wir gucken, wenn es soweit ist. Also rein theoretisch brauche ich es gar nicht. Also weitere Level-Ups, oder? Ja, ich meine, die Karten, die man da kriegen kann, sind schon geil. Vielleicht gibt es ein paar geile Sachen, die man austauschen kann. Mal gucken. Hehehe. Skullbone-Ausblick kannten wir noch nicht. Ich hätte schwören können.
Ich mag kein Radio. Warum singst du darüber? Tschüss. So. Ja, hier will ich eigentlich gar nichts. Wir gehen nur kurz zur Leiche da oben hin. Die sieht so traurig aus. Hast du was für mich? Nö. Hm. Recht arm sehe ich dein Loot. Wir gehen weiter. Wir wollen nämlich dahin. Ach, ich bin ja... Wow. Ich bin weit gekommen, Leute. So, Leute. Da sind wir. Wir sind hier in Le City. Mit wilden Ghoulen überall. Die jetzt nicht wirklich viel drauf haben. Deswegen habe ich die 10mm ausgeholt. Weil ganz ehrlich, machen die Peng und die sind weg. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es hier richtig ab. Irgendwas sieht mich hier, ne? Ja. Und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.